Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Grime. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir sind wieder in der formlosen Wüste unterwegs, denn ich arbeite mich gerade zurück zum Nervenpass, um von dort wieder in die Schlingerhöhle zu reisen, um diese weiter zu erforschen. Uha! Na, was hat er fallen lassen? Hey, wer kommt denn da aus dem Nichts wieder angerannt? Kleiner Wicht. So. Ich glaube, hier ging es schon zur Nervenwurzel. Genau. Ein bisschen Masse sammeln. Ach komm, dann nehmen wir den da hinten auch noch mit. So. Haben wir auch schon wieder fast 10.000 Masse zusammen. Leute, Leute, Leute. So, dann zurück in die Schlingerhöhle. Über den Nervenpass. Düsternest? Müsste ja dann Düsternest sein. Okay. Gehörte das schon zum Düsternest? Eigentlich gehört das doch zur Schlingerhöhle. Weil wenn es das Düsternest wäre, dann wäre die Karte hier ja gar nicht aufgedeckt, weil wir ja im Düsternest noch gar nicht das Leuchtfeuer haben. Egal. Wahrscheinlich heißt es nur Düsternest, weil man hier direkt ins Düsternest kommt. Ja, hier haben wir ja auch Schlingerhöhle stehen, also passt das. Hey, da habe ich zu spät geblockt. Keine Sorge, das holen wir uns wieder, mein Freund. Wir heilen uns ja durch Absorption. War das Problem, dass ich hier gar nicht zurückkam? Ich glaube, das war das Problem hier an der Stelle, oder? Ah ne, da oben kommen wir wieder zurück. Oder? Ach nein, jetzt sind wir wieder... Na, das ist blöd. Dann müssen wir durch die Gesteinsader zurück in die Schlingerhöhle. Na, hier kamen wir auch irgendwie wieder zur Gesteinsader. Na, der Goldkopf ist weg. Jetzt sind wir im Düsternest. Das müsste doch schon... Nee, ist immer noch Düsternest. Ah. Ich brauche mal eine Waffe, die auf den Boden hauen kann. Moment. Wir haben noch den brüllenden Streitkolben. So. Gesteinsader. Ja, diesmal teilt er uns auch mit, dass wir in der Gesteinsader sind. Das hat er beim letzten Mal nicht gemacht. Genau, hier runter und dann kommen wir da wieder zur Schlingerhöhle. Oh, was für ein Theater. Naja, das holen wir uns alles wieder, was ihr uns gerade klaut. So. So.
Ah, das ist so super, dass wir uns heilen mit dem Absorbieren. Na, zu früh. Genau, hier kommen wir jetzt wieder da lang. Ah, frischiger Boden. Na, so gegen drei auf einmal zu kämpfen, ist schon fies. Und könnte auch zum Problem werden, aber okay. Hat doch hingehauen. Wo ist denn die Verbindung? Ist da irgendwo ein Geheimgang, glaube ich. Muss ich gleich nochmal gucken. Hier, oder? War das hier der? Ja, wir haben's. Kam von hier oben nicht auch noch Kreaturen? Doch, wusste ich's doch. Können wir uns noch ein bisschen aufwerten und Masse sammeln? Was war denn hier rechts? Nichts. Okay. Jawohl, jetzt sind wir wieder in der Schlingerhöhle. Sehr schön. Noch kurz aufschreiben. So, ich zeichne in meiner Videobeschreibung nicht jeden Ortwechsel auf, nur wenn wir in diesem Abschnitt dann auch was Neues finden für die Sammelgegenstände, sprich Jagdpunkte, Blutmetallscherben bzw. Splitter, Waffen oder Rüstungsteile. So, ich werde auf jeden Fall nochmal speichern, nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal gehen muss, falls ich sterben sollte. Zweimal sind wir schon gestorben, dreimal große Beute verzehrt, drei Atemherzen verzehrt, 36% der Karte entdeckt, also etwas mehr als ein Drittel der Karte haben wir jetzt schon gesehen. Und da ganz hinten geht's weiter. Aber ich frage mich, ob wir nicht später sowieso nochmal ins Düsternest müssen. Ich guck einfach mal. Ich will hier erstmal erforschen. Bringt ja auch noch Masse, wenn wir das tun. Können wir quasi so ein bisschen leveln. Aber nichts getan. Heieieiei. Jetzt hättet ihr aber Akku hier. So früh.
früh mal wieder. Genau, unten müssen wir lang. Genau, hier war die brüchige Wand. Irgendwie müssen wir da ja auch noch reinkommen. Ah, Moment. Nicht, dass sie hier irgendwo Boten haben, den wir einschlagen können. Ah. Jetzt kommt er schon wieder, unser Säurespucker. Oh Mann. Gerade an der Passage hier finde ich ihn sehr, sehr fies. Aha. Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Sehr schön. Da sind wir in der Plörre gestorben. Aber wir sterben nicht direkt da drin. Wir haben ja schon gesehen, dass es dort irgendwelche Sachen gibt. Unser schönes gesammeltes Ardor. Ah. Und ein weiterer Tod. Ein unnötiger Tod, möchte ich übrigens an dieser Stelle erwähnen. Wieder zu früh. Ich bin total aus dem Timing raus. Und sobald man aus dem Timing raus ist, wird es gefährlich, wie ihr seht. Aber manche Angriffe verzögert er auch, habe ich gerade gesehen. Zumindest ist unser Gefäß nicht unten in der... Ja. In der Giftplörre. Ja. Da hinten geht's noch weiter. Oh. Genau hier unten, aber ich will hier oben nochmal speichern. So. Nicht, dass wir hier nochmal alles wiederholen müssen. Irgendwie bin ich ja gerade aus dem Flow raus. Jetzt habe ich mal dran gedacht, einen Gegner zu ziehen. Er verliert direkt ein paar Rippchen. Hä? Wieso ist er nicht weggeflogen? Dieser Feigling. Ach, da unten. Da will ich nicht rein. Vor allen Dingen kommen wir da nicht schnell wieder raus, weil wir erstmal die Zähne alle ziehen müssen. Oh Gott. Oder ich versuche es mit dem Scherbenfeld. Dann kriegen wir ja weniger Schaden. Ich heile mich aber vorher mal. Okay, wir haben auf jeden Fall die Kiefernplatte der Beine gefunden. Die werde ich noch mal ganz kurz
Die Beine der Kiefernplatte, so rum. Das zweite Teil des Rüstungssets, das werde ich noch ganz kurz notieren. Und ich nehme mal an, dass hier rechts dann das nächste Rüstungsteil ist. Aber komme ich jetzt gar nicht mehr hoch von hier? Muss ich wieder links lang? Kann ich mir hier den Atem nochmal gönnen? Genau hier unten müsste das ja dann gewesen sein. Wahahaha. Okay. Tergallenzahn. Für so eine Kacke habe ich das jetzt gemacht. Oh, das war... Okay, enttäuschend. Enttäuschend, liebe Leute. Komm. So. Aha, ganz vergessen. So. Ach, das ist er wieder. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Dann will ich erstmal gucken, ob wir da runtergehen können. Das scheint ja hier auch weiterzugehen. Ich sehe hier noch kleine Schemen. Umrisse. Schemenhafte Umrisse der Karte. Ich glaube, ich werde aber vorher nochmal hochgehen und speichern. Dann können wir uns so nochmal heilen. Ja, mach einen Abflug. Weg mit dir. Ach so, das war die Stelle, wo wir gegen die Kiefernkrabbe hier gekämpft haben. Stimmt, da bin ich ja weiter hochgegangen, aber es ging auch weiter runter. Das haben wir noch gar nicht erforscht hier. Sieh an. Toll, hätten wir das mal vorher erforscht. Super, wir haben also auch den Nervenpass gefunden. Jetzt endlich in der Schlingerhöhle. Deswegen hieß das andere auch Düsternest. Okay. Das heißt, von hier kämen wir auch zurück, aber es geht ja noch links weiter. Aber oben ist ja auch noch was. Das sieht so aus, als ob man... Wieso können wir denn hier einfach so durch die Wand gehen? Hallo? Das ist merkwürdig, Leute, oder? Das sieht man ja auch auf der Karte, dass es da so ausgegraut ist. Aha, okay. Ist das ein Fehler oder ist das tatsächlich ein Geheimgang? Auf jeden Fall finden wir hier noch eine Blutmetallscherbe. So, aufgeschrieben. Jawohl.
Zu früh. Mal wieder. Und Rippen. Oh, Moment. Okay, wir müssen gar nicht auf den Boden schlagen. Was soll denn diese Zeichnung hier? Hallo? Haben wir hier noch einen Kampf? Wer bist du denn? Hallo? Du solltest nicht hier sein. Ich auch nicht. Aber vielleicht begegnen wir uns ja auf Augenhöhe. Ach, ein Händler. Reden wir erstmal mit der Eule. Du hast deinen und ich habe meinen. Doch eines Tages können sie vielleicht kombiniert werden. Wovon redest du? Er kehrt zurück und wir treffen uns wieder. Jeder Handel ist bittersüß. Unsere Wünsche passen zusammen. Aber ich bin ein Gast. Schon bald werde ich in mein Nest zurückkehren. Ja, jetzt wiederholt er sich. Was hat er denn im Angebot? Der Eulenmann. Was? Okay. Wir haben hier Blood Metal Brocken. Das klingt eher nach Blood Metal Broken. Was weiß ich, nach einem Blood Metal Album. Eine neue Unterkategorie von Heavy Metal. Ja, die werden wir wohl für ganz große Aufwertungen brauchen. Dass er blutrotes Sekret verkauft. Das heißt, wir kriegen hier Jagdpunkte. Ah, die sind auch sauteuer. Einen könnten wir uns allerdings leisten. Was haben wir hier noch? Atemtautropfen. Zertrümmern, um den alle... um alle Atembalken aufzufüllen. Alle. Unwillkürlich sind wir bis zum Rand mit dem Atem gefüllt, geformt und getragen vom Atem, Sklaven seines Willens und geplagt von seinem Begierden. Wie geil ist das denn? Dann haben wir einen Atemtausplitter, zertrümmern und einen Atembalken aufzufüllen. Oh Gott. Hauch des Erwachens kann verwendet werden, um einen einzelnen Angriff mit einem Befehl zu verstärken. Erhöht den Waffenschaden für einen einzelnen Angriff um 100%. Oh geil. Aus dem kunterbunten Kind hervorgehend verwandelt es die Wände des ihn umgebenden Schoßes in Bandlinge. Das haben wir auch noch nicht gelesen hier. Unwillkürlich sind wir bis zum Rand, doch das Jahr, der Atem erstarrt allmählich und härtet aus, nachdem eine überaus lange Zeit vergangen ist, ohne dass er einem Material Leben eingehaucht hat. Und eine Blutmetallsense. Waffenstärke 52, Waffengeschwindigkeit langsam, Stärke 15, Resonanz 15, Geschicklichkeit 15, Entschuldigung. Kann verwendet werden, um entweder verwundbare Beute nach vorne zu werfen oder dich mit verwundbare Beute in die Lüfte zu heben. Nur ein Wesen ist dafür bekannt, dass es in der Lage ist, Blutmetall zu bearbeiten, doch wurde diese eindeutig nicht von ihm hergestellt. Und wir hätten nochmal das Knochenvogelset. Eine Haut, die von der vorsterregenden Visage des gefräßigen Schmausers aus der Höhle inspiriert wurde. Also ich werde mir auf jeden Fall ein blutrotes Sekret schon mal leisten und das auch schon mal notieren. Soll ich mir dann das Set hier holen? Das wären 3000, das wären 4200, 4410, das könnten wir uns leisten. Oder ich hole mir die beiden Blutmetallbrocken. Und wir kommen nochmal wieder, mein lieber Eulenmann, um die Rüstung zu holen und einen weiteren Jagdpunkt. So, hier kamen wir zurück dahin. Ach, hier ist eine brüchige Wand. Okay. Das heißt, zu dem Händler kommen wir sehr schnell wieder über den Nervenpass.
Ich hoffe, du bleibst auch hier und verschwindest nicht wieder. Ich markiere ihn vorsichtshalber. Ich markiere ihn vorsichtshalber als gelb für Händler. Also da oben ging es aber auch noch weiter. Auch auffällig, wieso kommen wir hier nicht hoch? Da oben sind auch wieder die Leute, die sich so leicht. Hör, da waren wir doch schon. Das sieht von hier so aus, als ob man da auch hoch könnte. Merkwürdig. Gut, wir müssen dort wieder hoch. Ist okay, wir haben hier also eine Fake-Wand. Sind wir doch eins zu hoch? Nee, doch nicht. Oder doch? Jetzt ging's. Okay, ließ sich nur von oben einbrechen. Tergalenzahn. Bist du auch ein Jagdpunkt wert? Jawohl. Sehr schön. Dann haben wir noch einen Jagdpunkt erhalten. Ich habe den anderen mir noch gar nicht einverleibt. Das sollte ich vielleicht mal machen, ne? So. Und schon wieder. Aha. Aha, da hinten haben wir noch mal eine Blutmetallscherbe. Da müssen wir wahrscheinlich hier oben lang, oder? Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier nochmal alles abzulaufen. Hier müssen wir doch jetzt drankommen. Ach du Heiliger, da müssen wir ja genau abpassen hier. Boah, ist das gemein. Ist das gemein, Leute. Ich sehe schon kommen, ich sterbe hier dran. Nur wegen einem Blutmetallbrocken. So. Tergalenzahn. Nicht Brocken, ist ja auch nur eine Scherbe. So. Und da oben haben wir noch ein paar Bereiche. Jetzt habe ich meinen ganzen Atem verbraucht. Aber hatten wir hier nicht noch irgendwo so ein Atemgeschwülst?
So, hier können wir jetzt lang. Ah, Augenbestien. Augenbestien. Zwei Stück auf einmal, sowas mag ich ja überhaupt nicht. Willst du nicht werfen? Das sind keine mit Jagdpunkten. Wow. Also zwei auf einmal zu bekämpfen ist pervers. Flüchtiger Tropfen. Jawohl. Jawohl. Mach das bitte nochmal. Sehr schön. Aha. Oh, wie schön. Oh, wie weit geht das? Das ist ja richtig ewig groß hier. Können wir zumindest noch mal speichern. Säure Trauerweber. Oh Gott, die Schlingerhöhle nimmt ja gar kein Ende. Ah, da oben liegt was. Moment. Nochmal Scherbenfels. Tergallenzahn. Rippe. Nochmal Rippe. So. Da ist irgendwas gestorben. Habt ihr es gesehen? Oh, da war noch einer versteckt. Wieder zu früh. Flüchtiger Tropfen. Flüchtiger Tropfen. Aber was liegen hier alles an Gegenständen rum? Da hinten auch noch. Da oben auch. Uah, schnell wieder raus. Und das nur für den Tergallenzahn. Okay. Und Rippe. Ich hatte gehofft, wir finden hier noch ein Rüstungsteil. Lebendiger Fels. Ach, hier sind wir wieder in der Plörre. Okay, da unten könnte aber ein Geheimgang sein. Es sieht nicht danach aus, oder? Hier oben geht es aber noch weiter und ich glaube, dann haben wir die Schlingerhöhle auch komplett entdeckt. Und wir können noch mal am Surrogaten speichern. Die ist es. Ach, jetzt haben wir die ja auch wieder. Naja, so konnten wir dich wenigstens von dem anderen trennen.
128 Masse. Auch nicht gerade wenig, ne? Ah. Genau, komm mal ein bisschen nach vorne, damit wir auch sehen, was du machst. Das ist mir sonst zu link. So. Und dann müssen wir hier noch hoch. Den Sprung schaffen wir aber irgendwie nicht, oder? Oder war ich gerade einfach nur zu blöd? Oh, jetzt haben wir es geschafft, doch. Oh, was haben wir hier schon wieder? Oh Leute, hier ist... ist ja richtig viel versteckt. Nochmal eine Blutmetallscherbe. Ah, nicht aufgepasst. Ah, nein, nein. Ah. Übel, 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 übel. Aber da geht's ja irgendwo weiter. Aha. Atemtauschsplitter. Und wofür ist der Zahn gut? Einfach nur, um zu verhindern, dass sie zuschlagen? Oh Gott. Eine kunterbunte Perle war hier versteckt. Und noch eine Blutmetallscherbe. Und eine brüchige Wand. Hier geht es noch weiter hoch. Aber dann dürften wir auch alles haben, oder? Aber hier kamen wir ja nicht hoch. Da ist auch nichts, was wir irgendwie ziehen können, oder? Nein. Könnte sein, dass man von dem Düsternest aus hier rauskommt. Okay, also, die Schlingerhöhle ist soweit erforscht. Da unten haben wir die Eule. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, wenn wir genügend Geld haben. So, und ich nehme an, dass wir hier jetzt durch müssen... und dann hier nochmal durch die Nervenwurzel. Hier müsste ich sowieso nochmal ein, zwei Dinge kontrollieren, die ich markiert habe, genau wie da oben. Und dann können wir uns mal zurückmachen auf dem Weg zur Weltensäule. Hier müsste man ja irgendwie auch noch den Aufzug reparieren können. Und dann können wir endlich nach wie vielen Videos? 3, 4 unsere Aufgabe abschließen, die wir von Shidra bekommen haben. Aber Leute, was wir hier jetzt auch noch alles im... Oh Gott, wie groß wird das bitte? Wenn ich mal sehe, wie weit wir hier wegscrollen können. Oh Gott. Aber wir haben ja eigentlich schon ein Drittel gefunden. Ja, okay, aber was könnte ja heißen? Ach du Heiliger. Okay, ich werde auf jeden Fall bis zu diesem Stein nochmal zurückgehen und dann speichern. Und im nächsten Video werden wir dann hier die beiden Teile uns nochmal anschauen. Wahrscheinlich haben wir hier nur eine Verbindung zum zur Gesteinsader irgendwie. Und hier dann den Weg zurücknehmen. Da müssen wir ja hier rauskommen. Genau, dass wir endlich die Aufgabe erledigen können. Am besten wäre es hier runter, falls man da so einfach runter kann, ohne Sturzschaden zu erleiden. Hey!
Da oben bin ich ja auch noch nicht gewesen. Das mache ich aber noch, Leute. Noch ein Atemtaufragment. Oh, Moment, können wir die Wand da einreißen? Ja, die können wir einreißen. Dann kommen wir ja doch hier oben dran. Ich hoffe, hier kommt kein gefährlicher Gegner. Nein. Und noch ein Blood Metal Brocken. Dass das nicht übersetzt wurde. Okay. Und da ging es ja auch ins Düsternest. Ja, dann dürften wir jetzt wirklich alles hier haben. Dann dürften wir jetzt wirklich alles hier haben. Stimmt, ich wollte rechts lang. Dürfte ja schneller sein, um dort. Bäh. Flieg. Ach, und wieder diese komischen. Oh, oh, ich hau mal lieber ab hier. Ah. Nein, ich will jetzt hier nicht sterben, Leute. Das kommt nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Dann nehme ich den Atemtauschsplitter. Bevor ich jetzt hier sterbe. Das geht gar nicht. So. Deiner blöden Säure. Weg da. Genau hier runter. Na, ach, oh, zum Glück war hier schon der Boden. Ah, Leute. Ah, wir sind endlich da. Wir sind endlich da. Dann kann ich nochmal speichern. Atemtau hätten wir gar nicht gebraucht, aber lieber auf Nummer sicher gehen. So, und dann unten lang und rechts. Okay. Rippe. Ah. So. Ja, spuck du nur. Dich lasse ich jetzt mal in Ruhe. Da habe ich gerade keine Lust drauf. Hier haben wir ja immer noch die brüchige Wand. Sie ist markiert. Vielleicht später. Nicht auf meine Aufdauer. Oh, jetzt kommt er von da unten. Oh.
Da war doch auch noch einer. Ich wollte es doch gerade sagen. Ah! So. Ja, da oben haben wir Herod stehen. Dann haben wir hier den Surrogaten. Versunkene Knochen. Ja, wir haben ja wieder zwei Jagdpunkte. Kraftregeneration. Was war das? Erhöht für 3 Sekunden den verursachten Schaden um 20%, nachdem du einen Feind gezogen hast. So, lieber erhöhe ich das hier nochmal. Ah, das mit dem Sofortheilen stört mich. Wobei, das könnte auch nützlich sein. Das hat uns ja eben das Leben gekostet, das nicht sofort geheilt wurde. Aber ich spare mal die Jagdpunkte. Ich spare mal die Jagdpunkte, Leute. Ja, gut. Dann hoffe ich mal, dass mein Plan aufgeht, dass wir hier zur Nervenwurzel kommen, hier durch den unteren Gang, durch diese Markierung, und dass wir von hier den Aufzug reparieren können und endlich die Aufgabe abschließen können. Aber das dann halt erst im nächsten Video. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Grime wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.